automatisiert werden oder intuitive Benutzeroberflächen zur Verfügung gestellt werden, Werkzeuge, die die bereichsübergreifende Zusammenarbeit fördern und die das Unternehmen erlauben, rasch auf die ständigen Veränderungen am Markt zu reagieren. Diese Werkzeuge müssen natürlich auch wirtschaftlich sein, also möglichst geringe Investitions- und Betriebskosten verursachen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel einheitliche Bedienkonzepte, die den Schulungsbedarf von Anwendern reduzieren und es ihnen erlauben, sich in neue Aufgaben einzuarbeiten ohne großen Lernaufwand. Eine ressourcenschonende Implementierung der Werkzeuge, um die Infrastrukturkosten zu verringern, Server, Speicher, Netzwerkinfrastrukturen. Ein hohes Maß an Flexibilität in der Anpassung von Geschäftsprozessen in den Werkzeugen, Arbeitsabläufen, Datenmodellen und auch in den Oberflächen, die die Anwender verwenden, um Anpassungskosten zu reduzieren, die dadurch entstehen, dass man eben agil auf Veränderungen reagieren muss. Man benötigt eine optimale Ausnutzung der technischen Ressourcen über alle Werkzeuge hinweg mit einem möglichst geringen Anteil an ungenutzter Redundanz, um einfach dadurch die Investitionen in Infrastruktur auch zu reduzieren. Einheitliche Betriebskonzepte und Administrationswerkzeuge, die es verhindern, dass die Kosten explodieren im Bereich der Administration des Managements dieser Werkzeuge. Und das Ganze sollte irgendwie in einer Art und Weise geschehen, dass man möglichst viel Wettbewerb erzeugen kann, um verschiedene Anbieter in Konkurrenz treten lassen und damit die Preissituation am Markt zu verbessern, also ein Wettbewerb auf Komponentenebene. Um zu verstehen, wie man den Anwendern Werkzeuge an die Hand geben kann, die solche Anforderungen erfüllen, muss man vielleicht erstmal einen Schritt zurücktreten und sich überlegen, wie man dieses komplexe Problem von Produktion, Verbreitung und Verwaltung von Inhalten in unserer heterogenen Landschaft in kleinere, etwas einfacher handhabbare Probleme zerlegen kann, so dass diese kleineren Einheiten einen möglichst hohen Wiederverwendungsgrad haben. Wenn wir dieses wirklich sehr stark vereinfachte generische Modell eines Lebenszyklus betrachten, dann sehen wir hier die wesentlichen Elemente. Wir planen, was wir wann und wie und wo verbreiten wollen. Wir beschaffen uns die zur Umsetzung erforderlichen Ausgangsmaterialien durch einen Neudreh, durch Zukauf, durch Nutzung von Archivbeständen. Wir bringen diese Werkzeugmaterialien in unsere Werkzeugumgebung, bearbeiten sie und schaffen daraus unsere neuen Inhalte. Wir formatieren und paketieren die Inhalte, um sie auf bestimmten Verbreitungswegen verteilen zu können, sei es eine traditionelle Ausstrahlung oder eine Lieferung zu iTunes oder anderen dieser Systeme. Und parallel dazu verwenden wir ein Medienmanagement, um unsere Materialien zu verwalten und zu transportieren und natürlich auch eine Lösung, die es uns erlaubt, Inhalte mittelfristig und langfristig zu bewahren und bei Bedarf wieder zur Wiedernutzung bereitzustellen. Hätte man jetzt dafür ausgesprochen schön flexible und elegante Module zur Verfügung, die sich leicht kombinieren und an verschiedene Anwendungsszenarien anpassen lassen, hätte man eine Umgebung, mit der man relativ einfach auf bestimmte Szenarien reagieren könnte. Die Realität ist aber ein bisschen anders. Wir sehen heute weiterhin in den meisten Häusern, die sich mit den Medienproduktion und Verbreitung verteilen, eher stark optimierte vertikale Lösungen. Diese vertikalen Lösungen sind in der Regel speziell dafür ausgelegt, einen bestimmten Vertriebsweg oder bestimmte Themenkomplexe optimal zu adressieren. Das erlaubt dann den Anwendern innerhalb dieses Vertikals in der Regel ein sehr effizientes Arbeiten. Das Problem ist aber, dass bei einer eher horizontalen Ausrichtung der Wiedernutzung über verschiedene Vertikale, dem schnellen Reagieren auf Themenkomplexe über Grenzen hinweg, da wird man feststellen, dass es schwierig ist, diese zu integrieren. Man sieht zwar, dass alle diese Vertikallösungen prinzipiell die genannten Module beinhalten, aber sie sind jeweils unterschiedlich implementiert, arbeiten in der Regel nur innerhalb dieses Vertikals, es sind einfach unterschiedliche Produkte. Daraus entstehen aber für die Häuser, die diese Lösungen anwenden, durchaus signifikante Effizienzprobleme für eben einen unternehmensweiten Asset-Management-Ansatz. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit könnte man zum Beispiel folgende nennen. Unterschiedliche Vertikallösungen haben in der Regel unterschiedliche Bedienphilosophien. Wenn ich jetzt horizontal über mehrere dieser Anwendungen hinweg versuche zu arbeiten, dann müssen die Anwender sich in diese verschiedenen Philosophien einarbeiten und müssen in der Regel zwischen den Anwendungen springen. Und teilweise tatsächlich mit Copy und Paste Daten hin und her transportieren. Die Lösungen haben, wie schon erwähnt, unterschiedliche Betriebskonzepte. Und das hat einen Einfluss auf die Qualifikation der Administratoren und die Frage, wie gut und wie sicher kann ich all diese Geschichten überwachen. Das verkompliziert diese Umgebung.
Jede Vertikallösung verlässt sich in der Regel auf ihre eigene Infrastruktur, Server, Hardware, Speicher, Netzwerkkomponenten. Redundanzen, die diese einzelnen Lösungen haben, sind nur innerhalb dieses Vertikals genutzt, also addieren sie sich und vergrößern damit die Infrastrukturkosten. Die Systeme haben in der Regel unterschiedliche Wege, wie sie skaliert werden können. Und eine Investition in die Erweiterung eines dieser Vertikalsysteme zahlt sich in der Regel auch dann nur für dieses eine System aus und hat keinen positiven Effekt auf andere Bereiche. Und letztlich, die Systeme weisen oft unterschiedliche Integrationsmöglichkeiten auf und diese Integrationsmöglichkeiten sind oft auch nicht so ausreichend, wie man sie bräuchte. Und damit entstehen in der Regel bei der horizontalen Integration oft hohe Kosten an den Schnittstellen. Die Frage ist, gibt es da einen anderen Weg? Und den gibt es zumindest mal theoretisch, meiner Ansicht nach. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Für mich ist der nächste logische Schritt zu einer unternehmensübergreifenden Effizienzsteigerung eine Plattformstrategie. Und diese Plattformstrategie sollte es erlauben, vertikale Lösungen auf einer konstanten Technologieplattform aufzubauen. Eine solche unternehmensweit einheitliche Plattform muss natürlich extrem offen sein, um Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern zu vermeiden und natürlich auch Individualentwicklungen zu erlauben, die man manchmal braucht, um ein spezielles lokales Problem zu lösen. Die Grundprinzipien einer solchen Plattform sind ganz klar Serviceorientierung. Serviceorientierung ist die Bereitstellung von Geschäftsfunktionen, die man braucht, über wiederverwendbare Services, die nicht systemgebunden sind. Der Zugriff auf die Geschäftsfunktionen des Services erfolgt dann über wohldefinierte Schnittstellen. Die Administration erfolgt über plattformübergreifend einheitliche Management-Schnittstellen. Die von den Services bereitgestellten Geschäftsfunktionen können dann in verschiedenen Anwendungen genutzt werden. Das ist das Kernelement. Weitere Grundprinzipien, die zu beachten sind für eine Plattformstrategie, sind die durchgängige Verwendung einer Orchestrierung, das heißt die Realisierung der Geschäftslogik über ein leicht konfigurierbares Prozess- und Workflow-Management und nicht als inhärente Eigenschaft der individuellen Services, Intelligenz nicht in die Services, sondern in die Orchestrierung verlegen. Das Erreichen einer übergreifenden Datenkonsistenz über einheitliche Datenmodelle, möglicherweise das schwierigste Problem dabei. Die Vereinheitlichung der Bedienphilosophie über portalbasierte, rollenorientierte GUIs. Die Vereinheitlichung von größeren Schritten im Lebenszyklus der Medien über flexible, nicht vertikalspezifische Module, die sich aus den Services, die wir genannt haben, dem Datenmodell, der Geschäftslogik und den rollenbasierten GUIs ableiten. Und darauf aufbauend die Adressierung von Vertikalen über Systeme, die sich wiederum vorrangig aus diesen Modulen zusammensetzen und damit konsequenterweise auf die Services, das Datenmodell, die Geschäftslogik und das rollenbasierte GUI stützen. Würde man das erreichen, durchgängig, dann hätte man eine konsistent einheitliche Technologieplattform, die alle wesentlichen Aufgaben im Medien- und Unternehmen unterstützen wollen. Bevor wir jetzt darüber nachdenken, dass das wahrscheinlich so schnell gar nicht geht, dann wollen wir etwas tiefer in das Thema eindringen. Derzeit arbeiten unter anderem die Advanced Media Workflow Association, AMWA, früher mal die AAF Association, und die EBU gemeinsam an einem Vorschlag, wie eine solche Plattformarchitektur aussehen könnte. Man versucht in diesem Prozess, in diesem Projekt, zumindest für einen Teil des Problems Standards festzulegen. Und dieses Dokument, das Sie da suchen können, ist das Framework for Interoperable Media Services oder FIMS. FIMS schlägt eine prinzipielle Architektur vor, die von unten nach oben in diesem Diagramm folgende Elemente beinhaltet. Ein Implementation Layer, in dem die Services beinhaltet sind, die diese Geschäftsfunktionen bereitstellen, über die wir vorhin gesprochen haben. Ein Abstraktionslayer, das jetzt einheitliche Schnittstellen für den Zugriff auf diese Geschäftsfunktionen definiert. Ein Medienbus, über den die Materialien sicher transportiert werden können, inklusive der Hinterlegung und Einhaltung der zu erforderlichen Service-Level-Agreements und Medien-Service-Level-Agreements. Ein Orchestrierungslayer, das die Geschäftsintelligenz beinhaltet und die Applikationen, die Anwendern und Administratoren Zugriff auf Funktionen gewährt. FIMS selber als Projekt konzentriert sich dabei auf diesen gelb hinterlegten Bereich, also speziell die Definition dieser abstrakten Service-Adapter, also der API und des Medienbusses. Wenn wir das abbilden auf das, was wir bis jetzt diskutiert haben, dann sehen wir die verschiedenen wesentlichen Komponenten der vorgestellten Plattformarchitekturüberlegungen wieder. Und diesmal von oben nach unten. Rollenbasierte aggregierte Oberflächen, die diese User Applications darstellen.
Ebenfalls rollenbasierte Oberflächen für die Administration des Systems. Dienste, die die Orchestrierung ermöglichen, sowie Werkzeuge, die es erlauben, mit überschaubarem Aufwand auch Systeme einzubinden, die noch nicht Bestandteil der Plattform sind. Für größere Systemintegrationen bietet sich zum Beispiel da ein Enterprise Service Bus oder ESB zur Einbindung von verschiedenen Systemen an, wie zum Beispiel eines größeren Programmplanungssystems. Dann gibt es die Services, die das Materialmanagement und die Materialtransfer-Geschäftslogik sicherstellen. Eine zentrale Konfiguration, da ist auch noch weitere zentrale Dienste hier, wie die Service Registry und die Benutzerverwaltung und ähnliches. Dann eine einheitliche API, die auch versucht, möglicherweise abweichende APIs der unterliegenden Services zu mappen, um damit eine Austauschbarkeit dieser Services zu gewährleisten. Dann die Services, die von verschiedenen Anbietern bereitgestellt werden können, um die Funktionen des Systems bereitzustellen, und Infrastrukturservices der Plattform, die für den allgemeinen Betrieb der Plattform wichtig sind. Also konsistent, das Plattformmodell soweit bildet sich durchaus ab auf solche Industrieüberlegungen wie FIMS, und daher arbeiten Menschen in Organisationen daran, wie man so etwas umsetzen kann. Ich möchte für den weiteren Verlauf des Dialoges noch ein paar Vokabeln jetzt definieren, die ich zwischendurch mal verwendet habe, um einfach eine gemeinsame Sprachregelung auch zu definieren. Das erste ist die Lösung. Eine Lösung löst optimal ein kundenspezifisches Geschäftsproblem. So eine Lösung wird weitestgehend durch ein System abgebildet und kann kundenspezifische Konfigurationen und Anpassungen dieses Systems enthalten. Ein System in diesem Kontext ist etwas, das mehr generisch ein branchenübliches Geschäftsproblem löst. Zum Beispiel ein spezielles Problem im Medienlebenszyklus wie ein Transmission Asset Management, Nachrichtenproduktion, Sportproduktion, solche Elemente. So ein System ist in sich selbst vollständig und hat einen eigenständigen Geschäftswert, ist also idealerweise ein Produkt. Es setzt sich vorrangig aus Modulen und Glueware zusammen und kann mit anderen Systemen interagieren, zum Beispiel über einen Enterprise Service Bus oder andere Methoden. Ein Modul in diesem Kontext löst ein branchenübliches Teilproblem des Medienzyklus und damit eines größeren Geschäftsproblems. Das kann ein Planungsmodul sein, ein zentraler Ingest und eine übergeordnete systemweite Suche, solche Elemente. Es ist in sich selbst vollständig und hat einen eigenständigen Geschäftswert, ist also auch ein Produkt, und setzt sich jetzt wiederum vorrangig aus Fundament und Glueware zusammen. Das Fundament ist der Kern der Plattform und es besteht aus zwei größeren Blöcken: der Präsentationsmittelware für das rollenbasierte GUI sowie generischen GUI-Elementen und einem Software Development Kit SDK, um solche GUI-Elemente zu erstellen, und generischen Workflow-Services, wie zum Beispiel Transkodierung, File-QC, solche Elemente, dann Infrastruktur-Services der Plattform, Registrierung, zentrale Konfiguration, der Orchestrierung und einem SDK für Plattform-Services. Letztlich die Glueware, das ist, was die Dinge jeweils zusammenhält und möglicherweise spezielle Konfigurationen und Anpassungen beinhaltet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Klebstoff zwischen den Bausteinen beinhaltet das Datenmodell oder die Datenmodelle, Inkremente für die übergeordnete Bearbeitung, die Geschäftslogik, spezielle GUI-Elemente, die man wiederfinden möchte, die konsistent dargestellt werden, spezifische Services, Konnektoren für Services, die man braucht, die nicht mit der Plattform kompatibel sind. Am Ende des Tages alles, was man braucht, um ein Modul aus dem Fundament oder Systeme aus Modulen zu konstruieren. Wenn man das so strukturiert, dann hat man den Vorteil, dass Entwicklungsaufgaben in dieser Plattformarchitektur eindeutig zu bestimmten Teilen der Plattform zugeordnet werden können und man auch Verantwortlichkeiten und Entwicklungsressourcen dafür definieren kann. Unter diesen Überlegungen ergibt sich eine Art Hierarchie der Plattform, die eine Art Baukastenprinzip darstellt, aus der man bestimmte Dinge dann, die man braucht, kombinieren können sollte. Wir können sehen, wie hier das etwas vereinfacht dargestellt, was ich eben auch schon versucht habe zu vermitteln. Aus Elementen des Fundaments werden mittels Glueware die Module zusammengestellt und diese stellen in der Regel wesentliche Elemente des Medienlebenszyklus dar, zum Beispiel Planung, Akquisition, Medienmanagement, die Bearbeitung, die Sende- oder Verteilvorbereitung, Bewahrung, Bereitstellung, Archivkomponenten, temporäre Archive. Sie können jeweils auf ein solches Modul ein bestimmtes
dieses Konzept abbilden eines Teilproblems, das Sie haben. Aus diesen Modulen erstellen Sie dann wiederum über Glueware die Systeme. Das kann ein Produktions-Asset-Management sein, das kann insgesamt ein komplettes Newsroom-Production-System sein, es kann Ihre zentrales Archiv sein, es kann ein Werkzeug sein für Multiplattform-Distribution auf verschiedene Bereiche im Internet, es kann ein Asset-Management für die Sendeablaufsteuerung, Sendeverwaltung und Vorbereitung sein, es könnte ein Graphics-Order-Management sein, um die Interaktion mit der Grafik zu vereinfachen. Da gibt es verschiedene Denkmöglichkeiten, was es sein könnte, aber es ist ein modularer Aufbau, um ein bestimmtes größeres Geschäftsproblem zu adressieren. Und am Ende des Tages findet man oft, dass solche Dinge, die als Produkte dann verkauft werden oder als oder auch Zusammenstellungen verkauft werden, oft nicht alles das erfüllen, was man möchte. Man wird dann feststellen, dass man noch mehr Glueware vielleicht einbringt, um eine ganz konkrete Lösung zu schaffen, die dann kundenspezifisch bestimmte Dinge zusätzlich adressiert. Was man erreicht ist mit dem Ansatz, ist, dass man am Ende des Tages eine ressourcenoptimale Konsistenz über eine komplette einheitliche Technologieplattform hat, während man gleichzeitig eine Art anwendungsoptimale Ausprägung der Werkzeuge leisten kann, die man dann den Anwendern bietet. Auch wenn das momentan alles in den Anfängen ist, ist zu erwarten, dass in Zukunft Elemente des Fundaments sowie Module, die darauf aufbauen und Systeme wiederum am Markt als Produkte angeboten werden, während die Lieferung von speziellen Anpassungen für eine kundenoptimale Lösung oder möglicherweise eine andere Form der Paketierung über Dienstleistungen erfolgen wird. Und das Ziel der ganzen Angelegenheit muss sein, dass dann am Ende des Tages die Kosten zur Erstellung einer speziell optimierten Lösung als Dienstleistungen deutlich geringer sind als die Kosten der Produkte, die zu ihrer Erstellung verwendet werden. Das ist derzeit erfahrungsgemäß nicht unbedingt immer so. Wenn Sie nochmal zur Verdeutlichung sich ein Beispiel heranziehen, auch das sehr stark vereinfacht, und Sie betrachten ein Asset-Management-System zum Beispiel zur Unterstützung der Prozesse in der Sendevorbereitung und Abwicklung, dann würde sich das sicherlich aus den genannten Modulen zusammensetzen, die Sie alle in irgendeiner Form dafür brauchen, wobei aber nur die für diese spezielle Anwendung erforderlichen Funktionen der Module wirklich Verwendung finden würden. Die Module wiederum bestehen dann aus Elementen des Fundaments und da zusätzlichen Konnektoren, die Dinge einbinden, die innerhalb des Fundaments nicht kompatibel zur Verfügung gestellt werden können. Das könnten Services sein und Systeme, die keine plattformkompatiblen Signaturen aufweisen. Und damit über Konnektoren binden Sie diese ein. Was nicht dargestellt ist, aber möglich, ist auch eine Kommunikation mit anderen eigenständigen Systemen über einen Enterprise Service Bus. Auf diese Art und Weise lassen sich Anpassungen und Tests genau auf die Ebene in der Plattformhierarchie konzentrieren, die für die Lösung der jeweiligen Problemstellung erforderlich ist. Darüber hinaus erzielt man ein hohes Maß an Wiederverwendbarkeit der einzelnen Elemente, womit sie dann eben auch in anderen Kombinationen für andere Problemstellungen herangezogen werden können. Sie nutzen dieselben Dinge, um verschiedene Ziele zu erreichen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer noch in die Technik ein. Um eine solche Plattformstrategie erfolgreich umsetzen zu können, ist es wirklich wichtig, möglichst alle Bereiche zu standardisieren, die zumindest ein einheitliches Betriebskonzept unterstützen und erlauben. Ein wesentliches Element dabei ist die Management API, das Interface, das die Dienste, die Services anbieten, um Verwaltungsmöglichkeiten und Wartung und Pflege für sie zu erlauben. Und das sollte übergreifend über alle Services identisch sein, damit mit dem Einführen eines neuen Services keine Probleme damit bestehen, dass er nicht so ohne weiteres mit der Administrationsumgebung zusammenspielt. Wesentliche Elemente dieses Management Interfaces sind zum einen eine zentrale Service-Registrierung. Alle Services sollten sich gemäß dem SORA-Paradigma an einer zentralen Registrierung anmelden. Eine einheitliche Form der Authentifizierung und Autorisierung. Und eine zentrale Konfiguration, in der Sie dann Ihre gesamte Service-Landschaft über einen einzigen zentralen Weg konfigurieren können. Dann ist nützlich eine einheitliche Zustands- und Leistungsüberwachung, also das ist Monitoring und Performance-Monitoring im Speziellen, sowie eine einheitliche Art und Weise des Loggings, die Art und Weise, wie Services ihre Zwischenergebnisse oder ihren Zustand loggen, um eine Nachverfolgung ihrer Arbeitsweise zu erlauben. Das sollte durchaus auch einheitlich sein. Dann wünscht man sich die Nutzung eines einheitlichen Busses für Notifikationen.
der Austausch von Nachrichten zwischen Diensten sollte dabei über einen einheitlichen Bus laufen. Die Unterstützung einer einheitlichen Ressourcenverwaltung für horizontale Skalierung und optimale Ausnutzung der Infrastruktur und ein einheitliches Reporting und eine einheitliche Lizenzverwaltung. Ich höre immer mal gerne Klagen von Anwendern, die mehrere Systeme betreiben, dass eine der interessanten Probleme, mit denen sie zu tun haben, ist, dass die Art und Weise, wie das Lizenzmanagement für die verschiedensten Systeme ist, für sie eine sehr große Menge an Aufwand bedeutet. Und die Tatsache, dass Anbieter ihre Software über Lizenzen schützen, dem Anwender selber ja keinen besonderen Mehrwert bietet, also diese Form der Arbeit jetzt nicht unbedingt der Effizienz zuträglich ist. Wenn man es zumindest einheitlich gestalten kann, hat man die Chance in dem Bereich, die Aufwände zu reduzieren. Natürlich ist nicht alles das, was ich genannt habe, für alle Services relevant. Darüber hinaus, neben dieser Management-API, kann es ausgesprochen nützlich sein, für bestimmte Services die Workflow-API zu standardisieren. Das ist das über die API, über die ich die Geschäftsfunktionen erreiche. Wenn Sie zum Beispiel sich Transcoder oder Transformation Services betrachten, Services, die die Qualität von Dateien sicherstellen und ähnliches, Sie verschieden verschiedene Produkte am Markt, die das leisten, die alle natürlich unterschiedliche Signaturen haben. Wenn es Ihnen gelingt, in Ihrer Plattform diese Signatur zu vereinheitlichen und die Services darauf abzubilden, dann können Sie relativ frei auch wählen zwischen den Services, die Sie einbinden, ohne die Gesamtintegrität Ihrer Plattform zu gefährden. Es führt also in Summe zu einem höheren Maß an Freiheit bei der Auswahl der Anbieter für solche Services. Und das ist auch, wie schon gesagt, genau das Thema, in dem FIMS sich tummelt. Sie suchen genau in diesem Bereich diese Service Interfaces für besonders wichtige Dienste zu standardisieren. Was machen Sie denn, wenn Ihr Service nicht passt, den Sie gerne einsetzen wollen? Und das wird vermutlich auch noch eine Zeit lang bleiben. Wir können davon ausgehen, dass auf dem Weg hin zu einer einheitlichen Technologieplattform über einige Zeit hinweg Wege gefunden werden müssen, um auch Services und Systeme einbeziehen zu können, die sich eben nicht oder nur teilweise an die Konventionen der Plattform halten. Ein recht bewährter Ansatz dazu ist die Schaffung von Konnektoren oder Web Service Wrappers oder immer wie man sie nennen möchte, die die Schnittstellen des betroffenen nicht kompatiblen Services auf den Plattformstandard umsetzen, also eine Art universeller Translator. Das gilt auf jeden Fall für die Management-API, weil das ist wesentlich für den Betrieb des Systems. Für Services, bei denen der Workflow-API bereits festgelegt ist und den Service dieser nicht unterstützt, ist es auch sehr nützlich, die Workflow-API über den Connector abzubilden, damit dieser auch auf den Plattformstandard übersetzt wird. Das einigermaßen einfach machen zu können, ist eben auch sehr wichtig, ein Service-SDK zur Verfügung zu haben. Genauso eine Art definierter Satz von Tests, die den Service über den Connector auf die Kompatibilität mit der Plattform hin prüft. In Summe, dieser Ansatz eben ergibt Ihnen, auch wenn der Erstellung eines Connectors möglicherweise mit Arbeit verbunden ist, eben ein höheres Maß an Freiheitsgrad in der Auswahl Ihrer Dienste, die Sie einsetzen wollen. Wie schon erwähnt, hat sich für die Integration von größeren Systemen auch die Verwendung eines Enterprise Service Busses bewährt, der im größeren Maßstab Ähnliches leistet. Zumindest die wesentlichen Funktionen sind eine ähnliche Form der universellen Übersetzung. Von dem Backend ein Blick auf das GUI. Ich habe immer mal wieder von einem rollenbasierten GUI gesprochen. Was um Gottes Willen verbirgt sich dahinter? Schauen wir also mal auf die Präsentationsschicht des Fundaments. Wir sehen hier eine Konstruktion, in der eine Middleware in der Mitte angedeutet ist. Diese Middleware vereinheitlicht die Kommunikation mit plattformkompatiblen, nicht plattformkompatiblen Modulen und Systemen und abstrahiert über Plugins von der unterschiedlichen Systemlandschaft. Das heißt, alles, was sich oberhalb der Middleware bewegt, weiß nicht, mit welchen Systemen und Details hintendran im Backend es eigentlich kommuniziert. Die Funktionen, die jetzt ein Anwender über die GUIs zur Verfügung gestellt bekommt, werden als einzelne individuelle GUI-Elemente oder Panes bereitgestellt. Diese GUI-Elemente sollen unabhängig sein von den unterliegenden Systemen und Modulen und damit eine gewisse Art der Konformität in der Bedienung erlauben. Aus diesen Elementen können Sie dann rollenbasiert ein GUI zusammenstellen und diese Zusammenstellung erfolgt in der Regel über einen Applikationsserver, der das bereitstellt und eine gewisse Form oder wohldefinierte Form der Kommunikation zwischen diesen Panes. Diese Kommunikation zwischen den GUI-Elementen benötigt man unter anderem, um lokal eine optimale Performance des GUIs zu erzielen auf Ihrem Arbeitsplatzrechner. Auch hier können Sie sich vorstellen,
dass ein SDK zur Erstellung dieser Panes, dass das in diese Umgebung hineinpasst, sehr, sehr hilfreich ist. Ich möchte Ihnen nur mal ein Beispiel zeigen. Sie sehen hier ein rollenbasiertes GUI, das sich zum Beispiel im Umfeld eines Journalisten bewegen könnte. Wenn Sie das Ganze zerteilen, stellen Sie fest, dass Sie sich eine Reihe von einzelnen Elementen in dem GUI da sind, das die individuelle Funktionen bereitstellen. Wir sehen Zugriff auf Projekte, wir sehen den zeitlichen Ablauf der Story, an der gearbeitet wird, wir sehen Zugriff, Browse-Zugriff oder High-Res-Wiedergabe-Zugriff auf die Medien, wir sehen eine Suchfunktion, wir sehen eine Chat-Möglichkeit, um sich mit den Kollegen abzustimmen, die möglicherweise am Projekt mitarbeiten, wir sehen eine Möglichkeit, das Layout zu ändern, hier oben rechts, um möglicherweise eine andere Rolle einzunehmen und eine andere Konfiguration zu haben. Natürlich sind viele andere Kombinationen und viele andere Panes denkbar, abhängig davon, was ein Anwender so für die jeweilige Rolle benötigt. Wichtig ist dabei, dass der Anwender sich nicht bewusst sein muss, mit welcher Systemlandschaft oder welchem Teil der Plattform sie konkret arbeiten. Das GUI abstrahiert das für den Anwender und es erfüllt und erlaubt den Anwendern, sich auf eine Rolle zu konzentrieren. Das ist auch wesentlich bei der Frage eines, wie komme ich von einer existierenden Systemlandschaft hin zu einer solchen Umgebung? Denn mit einer Einführung eines rollenbasierten GUIs, das von dem Hintergrund abstrahiert, haben Sie eine Möglichkeit, im Hintergrund bestimmte Teile der Landschaft auszutauschen, ohne dass es notwendigerweise einen unmittelbaren Einfluss auf die Interaktion mit dem Anwender hat. Weitere wichtige architekturelle Randbedingungen. Da muss man wirklich nochmal betonen, dass das Maß an Wiederverwendbarkeit und Effizienz, das Sie mit einer solchen Plattformstrategie erzielen können, wesentlich von zwei weiteren Elementen abhängt. Zum einen ist das die Festlegung und die durchgängige Verwendung eines konsistenten Datenmodells, sowohl für die kreativen Inhalte als auch für die Planung und Prozessdaten. Zum anderen ist es ein konsistentes Orchestrierungslayer, das eine einfache Modellierung der zu unterstützenden Geschäftsprozesse erlaubt und es ihnen leicht macht, sich häufig wiederholende Abläufe zu automatisieren. Beim Datenmodell ist es vor allem, müssen Sie darauf achten, dass einfach Gleiches gleich benannt wird und dass jeweils die semantische Bedeutung überall eindeutig geklärt ist. Beispiele: Welche Objektklasse beschreibt durchgängig überall meine Sendung, meine Beiträge, meine Stories, mein Rohmaterial? Ist Titel als Feld ein Sendetitel oder ein akademischer Grad? Sie möchten ihn genau festlegen. Welche Art von Assoziationen verbinden Serien mit Episoden, Sendungen mit Beiträgen? Verwende ich überall, wo ich kontrollierte Wortschätze einsetze, den gleichen Wortschatz für die gleichen Dinge? Jede Abweichung, die Sie von solchen Festlegungen haben, führt dazu, dass Informationen an Schnittstellen transponiert werden müssen. Also über ein Regelwerk, eine Abbildung zwischen den Abweichungen erfolgen muss. Und das bedeutet, der Aufwand, den Sie haben, der in der Stellung und Pflege solcher Abbildungen liegt und hineinfließt, kann durchaus substanziell werden. Und außerdem besteht das Risiko, dass so eine Abbildung verlustbehaftet ist. Also bei der Übergabe von einem zur nächsten Sie möglicherweise sogar Informationen verlieren. Das ist typischerweise eines der häufigsten Probleme bei der Integration von klassischen Vertikalsystemen. Aber über ein Verständnis eines einheitlichen Datenmodells und der Nutzung dieses Datenmodells über verschiedene Inkarnationen in einer Plattform sollte das eigentlich entfallen können. Das Wesentliche bei der Orchestrierung wiederum ist zu verinnerlichen, dass hier entschieden wird, was die Module und Systeme nun tatsächlich tun und leisten können. Die Services, wie gesagt, stellen nur die Funktionalität bereit. Erst die Orchestrierung formt aus der verfügbaren Funktionalität eine konkrete Anwendung. Dabei können Sie zwei Elemente der Orchestrierung unterscheiden. Zum einen die Abbildung und Steuerung des gesamten Geschäftsprozesses inklusive der Interaktion mit dem Anwender, also GUI-Elemente, beziehungsweise das Adressieren, dass ein Anwender etwas zu tun hat, und zum anderen die Steuerung von komplexen automatisierten Teilarbeitsabläufen, die im Hintergrund von ihrer Serviceumgebung bearbeitet werden, ohne dass ein Anwender eingreifen muss. Bevor wir da kurz reinschauen, noch eine Bemerkung. Wesentlich für die erfolgreiche Umsetzung einer Plattformstrategie ist ein durchgängiges, unternehmensweites Verständnis aller Beteiligten, wie die von der Plattform zu unterstützenden Geschäftsprozesse funktionieren.
In einer Plattformumgebung sind es die Geschäftsprozesse, die im Mittelpunkt der Diskussion stehen, nicht so sehr individuelle Funktionen und Features. Um dieses Verständnis bei allen Beteiligten zu erzielen, bietet sich eine grafische Notation an, die gleichermaßen von Anwendern, Analysten und Technikern verstanden wird. Die gute Wahl ist dabei die Business Process Modeling Notation oder BPMN. Und wenn alles schön ist, dann kann idealerweise Ihre Orchestrierungsumgebung eine solche Notation, in der Sie Ihre Geschäftsprozesse modellieren, unmittelbar verstehen und prozessieren. In der Praxis werden Sie auf Einschränkungen treffen, dass nur bestimmte Elemente der Sprache vielleicht verwendet werden dürfen oder man sich an bestimmte Pattern und Muster halten muss. Aber das Ziel sollte erreichen, dass Sie Ihre Geschäftsprozesse grafisch an der Stelle modellieren und die dann im Hintergrund entsprechend umgesetzt und ausgeführt werden von Ihrer Plattformumgebung. Betrachtet man ein sehr, sehr einfaches Beispiel eines linearen Prozesses. Wir zum Beispiel von der Systemautomation oder der Orchestrierungsmaschine bearbeitet werden können. Wir sehen hier, dass einzelne Schritte, die sich Systemautomationsschritte sein können, wie Script-Workflows, File-Transfer, Proxy-Transcoding, eine Shot-Detection, als Skripte hinterlegt sind. Dass Anwendertasks hier eingebunden sind und dass der ganze Prozess durch Statusübergänge voneinander abgegrenzt ist. Der Gesamtprozess von Anfang bis zum Ende wird von dem für diesen Teil zuständigen Teil der Orchestrierungsumgebung vorangetrieben, typischerweise über Regeln, die Prozess- oder Objektmetadaten auswerten. Diese Regeln legen fest, welchen Weg durch das Prozessdiagramm verfolgt werden soll, abhängig von dem Zustand der Objekte und möglicherweise der Anwendereingaben. Systemautomationsschritte werden als Kombination von Aufrufen und an die Services abgebildet, die Anwenderschritte dadurch, dass man den Anwendern bestimmte GUIs zur Verfügung stellt, mit denen sie diese Aufgaben erledigen können. Systemautomationsschritte können allerdings ziemlich komplex sein, teilweise. Und hier empfiehlt sich für diese auf der Prozessebene als atomar betrachteten Schritte die Verwendung einer Skriptsprache zu erlauben, die ein möglichst hohes Maß an Flexibilität bei der Implementierung dieser Schritte erlaubt. Und auch hier ein konsistentes Datenmodell ist außergewöhnlich wichtig, weil es den Wiederverwendungsgrad der einzelnen Tasks erhöht, insbesondere der Script-Tasks. Wenn Sie hier unterschiedliche Bezeichnungen, Felder oder sonstige Elemente in Ihrem Datenmodell haben, würde ein Script-Task, der mit dem einen Objektklasse und deren Attribute wunderbar umgehen kann, mit einer anderen nichts anfangen können, weil plötzlich alles anders heißt. Man müsste ihn umprogrammieren. Wenn Sie aber hier das richtige Maß an Konsistenz und Granularität wählen, dann sind auch diese Script-Tasks sehr hoch, mit einem hohen Maß an Wiederverwendung, haben ein hohes Maß an Wiederverwendbarkeit und können relativ leicht in unterschiedlichen Prozessen wiederverwendet werden, fast so wie die Services selbst. Sie bauen also mit dem Script-Task damit eine Art Portfolio für Ihre Systemautomationen auf, die konsistent wiederverwendet werden können. Dieses Diagramm zeigt, wie eine solche Orchestrierungsumgebung zum Beispiel aussehen könnte. Sie muss nicht so aussehen, aber sie kann so aussehen. Der übergeordnete Prozess, also wie gesagt, das Bewegen des Geschäftsprozesses von Status zu Status, wird in einem solchen Modell von einer Orchestrierungsengine oder einer Art State Machine gesteuert, die wegen von Status zu Status bewegt. Diese initiiert, abhängig vom aktuellen Status des Prozesses sowie den Prozess- und Objektmetadaten, das Ausführen eines Anwendertasks oder eines Script-Tasks. Die Script-Tasks werden von einer dafür speziell optimierten Workflow-Engine bearbeitet. Man sieht da ganz gerne mal, dass viele, viele tausend Tasks zur selben Zeit in so einer Maschine drinstehen und sie sollte dann durchaus ein paar Optimierungen aufweisen dafür. Über Script-Tasks werden die einzelnen Services aufgerufen. Diese sind entweder plattformkompatibel, bieten also Funktionen an direkt über die plattformkompatiblen Schnittstellen, oder es sind möglicherweise nicht kompatible Services, die dann über Konnektoren eingebunden sind und dann die Schnittstellen über die Konnektoren anbieten. Auch da nicht dargestellt in dem Prozess, aber durchaus sehr hilfreich, ist die Einführung eines Ressourcenmanagements, das insbesondere auf eine optimale Ausnutzung der Serviceinfrastruktur achtet, sowie auf die Verfügbarkeit von Ressourcen für zeitkritische Projekte über die eine Reservierung sicherstellt. Sie müssen sich vorstellen, dass wenn Sie ein Ressourcenmanagement nur darauf abstellen würden, dass ein individueller Service beispielsweise sagt, ich kann nur drei Transcoding-Vorgänge gleichzeitig ausführen
und sie dann einfach nur wissen, naja, ich kann dann immer nicht mehr als drei von ihm holen. Das ist möglicherweise nicht ausreichend. Sie möchten sicherstellen, dass wenn Sie einen Prozess starten, von dem Sie wissen, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss, dass dieser Service zu dem Zeitpunkt, wenn er aufgerufen wird, die Ressourcen auch zur Verfügung stellen hat und die Transcoding-Elemente durchführen können. Das können Sie eigentlich nur dann machen, wenn Sie eine Ressourcenverwaltung haben, die sich bewusst ist darüber, welche Geschäftsprozesse eigentlich momentan anliegen, welche am Arbeiten sind und über bestimmte Optimierungsstrategien die Ausnutzung Ihrer Plattform entsprechend optimiert. Der große Vorteil an der Stelle ist, wenn es sowas gibt oder gäbe, bei uns heißt es gäbe, draußen gibt es es bestimmt eventuell irgendwo, dann geht es darum, dass eine solche Maschine eben Ihnen auch erlaubt, mit einem Minimum an Redundanz für die Services zu arbeiten und nicht zu große zusätzliche Funktionsmöglichkeiten zur Verfügung zu halten, nicht zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu halten, sondern Sie können das möglicherweise minimieren auf Basis der Erfahrungen, die Sie über Ihren Prozess gefahren haben, nicht über den Worst Case betrachten zu müssen. Kommen wir zum Schluss. Umsetzungsstrategie. Das war ein relativ großes Paket an Informationen in kurzer Zeit. Und Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, um Himmels Willen, wie soll man jemals zu einer solchen Umgebung überhaupt kommen? Wir haben eine bestehende Systemlandschaft. Das ist doch alles wirklich nicht realistisch. Das Punkt ist korrekt. Zumindest ist kein Big Bang Approach realistisch. Hier müssen Sie wirklich den Weg als das Ziel betrachten und über eine längere Zeit hinarbeiten. Es empfiehlt sich dringend, das Thema in für das eigene Unternehmen sinnvollen Phasen anzugehen. Wenn Sie das in einzelnen Phasen und einzelnen Schritten umsetzen, dann mit jedem Schritt, den Sie gehen, vergrößert sich sozusagen das Maß an Harmonisierung Ihrer Landschaft ein wenig. Mit jedem Schritt, den Sie dabei gehen, sind Sie in dem Bereich, den Sie bereits gegangen sind, etwas agiler und etwas effizienter. Sie werden mit jedem Schritt etwas besser. Und ebenso können Sie Stück für Stück im Rahmen dessen mit jedem Schritt vermutlich Ihre Betriebskosten, Ihre Infrastrukturkosten etwas eindämmen und sich Freiheitsgrade auf diesem Betriebskostenblock verschaffen. Entscheidende Punkt ist, die Umsetzung muss dabei immer nach Geschäftsprioritäten und dem zu erwartenden Mehrwert erfolgen. Also es muss sich idealerweise orientiert sich durchaus an wirtschaftlichen Kriterien. Um dahin zu kommen, müssen Sie einen ersten wesentlichen Schritt gehen. Und das ist eine Art Unternehmensentscheidung für eine geeignete Plattform. Und diese, wenn Sie diese getroffen haben, brauchen Sie eine Festlegung einer möglichen Sequenz der Umsetzung und Einführung. Sie können verschiedene Kriterien heranziehen, um die für Sie als Unternehmen individuell richtige Priorität dieser Sequenz zu finden. Sie können zum Beispiel sagen, ich konzentriere mich vorrangig auf die Einführung von Modulen, wie ein zentrales Ingest-Modul oder ähnliches, die mir fehlen und die mir einen echten Mehrwert bieten oder die ich habe und die derzeit unzureichend sind. Distribution zu Internetdiensten, unternehmensweite Suche, solche Elemente, die Ihnen möglicherweise fehlen, wo sie Mehrwert sind. Sie können sagen, ich habe ein System zur Erneuerung anstehen und muss ohnehin in diesem Bereich investieren. Kann ich diese Investition im Rahmen einer Plattformstrategie tun, anstatt ein neues Vertikalsystem anzuschaffen? Sie können feststellen, ob Sie bestimmte Systeme haben, die Ihnen erwiesenermaßen extrem hohe Betriebskosten verursachen und deren eine Ersatzvornahme durch eine plattformorientierte Entwicklung sich als wirtschaftlich sinnvoll für Sie oder nützlich für Sie herausstellen könnte. Sie könnten auch fest überlegen, dass Sie in bestimmten Bereichen Integrationsprobleme haben, um horizontale Arbeitsabläufe zu unterstützen und einige Systeme finden, die sich dem widersetzen aufgrund Ihrer technischen Möglichkeiten. Und es könnte sein, dass für Sie wirtschaftlich eine Ersatzvornahme oder ein Umbau in diesen Bereichen als wirtschaftlich sinnvoll erweisen könnte. Machen Sie sich auf einen Prozess gefasst, der sich über viele Jahre erstreckt. Und achten Sie darauf, dass regelmäßig Ihre Umsetzungsstrategie und Ihre Sequenz hinterfragt werden muss, einfach weil sich Ihre Anforderungen ändern, weil sich Ihre Prioritäten ändern über die Zeit und es eben nützlich sein kann, möglicherweise andere Dinge vorzuziehen, als man zu Beginn des Prozesses gedacht hat, dass es die richtige Reihenfolge wäre. Lassen Sie mich noch sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass das nicht zu schnell war für Sie. Wenn es noch Fragen gibt, ich würde mich freuen, die jetzt zu beantworten, oder Sie erreichen mich gegebenenfalls auch mit allen Formen von Feedback dazu unter meiner E-Mail peter.thomas@avid.com. Und ich denke, damit, Herr Wagner, sollten wir gut in der Zeit sein.
und ich kann wieder zurück zu Ihnen geben. Herr Dr. Thomas, ich hoffe, dass ich jetzt auch besser verstanden werde. Und ich danke Ihnen erstmal für Ihren Vortrag. Sie liegen perfekt in der Zeit. Und ich kann schon mal so viel sagen, dass ich erschlagen bin von den Informationen, die Sie gerade verbreitet haben. Ich habe eine lange Liste an Stichpunkten mir aufgeschrieben, bei denen ich glaube, dass Sie eigentlich dazu noch kurz eine Stellungnahme geben sollten. Sie haben zum Beispiel so ein Schlagwort wie SOA verwendet, Software-Oriented Architecture. Das haben wir schon häufig in der FKT behandelt. Ich glaube, das ist ein Kurzbegriff, der von allen verstanden wird. Aber dann haben Sie so ein neues Wort benutzt, ESB, eine Abkürzung für Enterprise Service Bus. Und diese Abkürzung ESB ist momentan auf vielen Plattformen zu finden, in vielen Vorträgen zu hören. Und ich glaube, dass dieser Ausdruck ESB sehr viel Verunsicherung nach sich zieht. Können Sie dazu gegebenenfalls ein bisschen Erläuterung und Klarstellung geben? Kann ich versuchen zumindest. Also ein Enterprise Service Bus ist sagen wir, eine inzwischen schon fast relativ klassische IT-Technologie, die entwickelt worden ist in Nicht-Medienbereichen, um vorrangig Integrationen zwischen größeren komplexen Systemen zu erzielen. Faktisch ist das so eine Art computergestützter Babelfisch. Sie konnektieren ein System mit einem Enterprise Service Bus und sie tauschen Nachrichten aus zwischen den Systemen. Jetzt wird jedes System, das Ihnen sagen würde, zum Beispiel, ich habe hier ein Update, ihr solltet auch davon wissen. Oder mein Datensatz hat sich geändert, ihr solltet davon wissen. Oder jemand anders sagt mir, dass sein Datensatz sich geändert hat und ich sollte davon wissen. Jeder spricht seine eigene Sprache, seinen eigenen Dialekt, wie er das tut. Und der Enterprise Service Bus kann festlegen, wenn ich als System sage, ich schicke diese Nachricht heraus, interessiert doch mich nicht, wer die bekommt, dann kann der Enterprise Service Bus entscheiden, zu welchen anderen Systemen leitet er sie weiter und er übersetzt sie sozusagen in die Sprache des anderen Systems, um dann diese Information konsistent weiterzuleiten. Das ist im Prinzip eine Art Nachrichtenbus. Viele ESB-Hersteller haben ihre Fähigkeiten erweitert in der Zwischenzeit, bieten auch Orchestrierungen an und verschiedene andere Elemente. Aber im innersten Kern der Systemintegration geht es um die Harmonisierung des Austauschs von Informationen zwischen Systemen, die sonst nicht die gleiche Sprache sprechen. Kann man generell sagen, dass dieser ESB standardisiert ist, oder handelt es sich dabei um einen Computerbus, der klar beschrieben ist? Nein, da gibt es leider nicht so viele Standards. Das ist ein Stück Software, das man entweder kaufen kann oder von der Open-Source-Gemeinde bekommen kann. Gibt es einigermaßen die Anbieter, die man erwarten würde. IBM, WebSphere, Software AG, WebMethods, die alle sich ihr eigenen Verhaltensmuster Vor- und Nachteile haben. Es gibt auf der Open-Source-Welt einige, zum Beispiel den Mule Enterprise Service Bus, der sich als durchaus brauchbar erwiesen hat. Aber wirklich Standards sehen Sie dazu nicht derzeit. Ähnlich wie in anderen Bereichen ist die Entscheidung von Enterprise Service Bus oft auch eine Art Unternehmensentscheidung, weil sie auch dann den möglichst breiten Nutzen möchten. Und die kommerziellen Produkte sind auch relativ teuer. Verstehe. Jetzt habe ich gerade mal den Chat online gebracht. Der Chat bietet ja die Möglichkeit, dass unsere Zuhörer Ihnen auch direkt zu dem Thema Fragen stellen können. Und ich glaube, dass es noch gar nicht so richtig bei der Zuhörergemeinde vielleicht angekommen ist. Also ich ermutige jetzt alle, die Fragen haben, die gegebenenfalls an den Herrn Dr. Thomas gezielt etwas richten möchten, entweder eine Antwort haben möchten oder gegebenenfalls auch ein Thema nach vorne tragen möchten, doch eben über den Chat ihn anzusprechen. Zwischenzeitlich werde ich nochmals dieses Thema ESB-Bus und unterschiedliche Softwaresysteme aufgreifen, weil es für mich, der ich viele Jahre auch in dem Bereich gearbeitet habe, nach wie vor immer noch ein Thema ist, wo ich sage, viele Köche verderben den Brei. Und gehen wir mal davon aus, dass wir auch auf der IT-Ebene ganz viele Köche haben, die gegebenenfalls den Brei auch verderben können. Welche Strategie oder welchen Hinweis könnten Sie da gegebenenfalls als Softwareentwickler und Architekt unserer Zuhörerschaft geben? Eine berechtigte Frage, wie Sie sich vorstellen können, ist das auch jetzt bei uns im Haus natürlich, die wir ja auch an solchen Themen arbeiten, zum Beispiel eine Frage gewesen, sollten wir nicht intern in unsere Lösungen einen internen Enterprise Service Bus reinziehen, alles über den fahren? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das für uns keine gute Idee wäre, weil die Busse, die wir gesehen und ausprobiert haben, sehr gut waren auf einem
sozusagen größeren Ebene der Orchestrierung, so System zu System. Mein SAP-System in Verbindung mit meinem Abrechnungssystem, mit meinem Programmplanungssystem, mit meinem MAM-System. Da haben sie sich bewährt auf der Mikroorchestrierung, die ich teilweise auch beschrieben habe vorhin, indem man sich überlegt, wie man von Schritt zu Schritt gehen kann, wie man einzelne individuelle Services anspricht. Da stößt man auf sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Der Entscheidende ist, ein ESB ist ein sehr, sehr nützliches Werkzeug, aber wenn er eingesetzt wird, ist es auch eine klassische Geschichte einer Unternehmensentscheidung. Weil Sie müssen dann davon ausgehen, dass Sie das auch an anderen Stellen verwenden wollen. Sie springen sich ein Werkzeug ins Haus, das Ihnen eine Integration von allgemeinen IT-Systemen erlaubt. Und dann sollten Sie den auch unter der Berücksichtigung beschaffen, ob Sie andere Dinge, die nicht medienproduktions unmittelbar gekoppelt sind im Haus, Integrationsprobleme oder Herausforderungen haben und ihn auch dafür einsetzen können. Und Sie möchten an der Stelle auch dann eben sicherstellen, dass Sie entweder einen guten Dienstleister haben, der wirklich mit diesem Werkzeug umgehen kann, oder sich im Haus die Kompetenz schaffen, dass man, wie man genau einzelne Systeme an diesen Bus andockt. Eine unmittelbare Empfehlung, welchen Sie nehmen könnten, kann man nicht sagen. Das kommt wirklich, es sind teilweise Partikularinteressen. Aber diese Unterscheidung, den Enterprise Service Bus als etwas zu betrachten, mit dem Sie größere Systeme relativ gut miteinander vernetzen können, und das ist etwas, wo Sie, glaube ich, den Grundgedanken beim Einstieg in das Thema haben sollten. Ich verstehe. Sie haben damit schon mal offengelegt, dass es doch nicht nur darum geht, dass man für sich selber eine Strategie entwickelt, sondern dass man diese Strategie auch mit entsprechenden Partnern dann vernünftig umsetzen kann. Nun hat hier die Frau Nicole Aleite eine Frage gestellt, und zwar eine Frage zu dem Thema Funktionsweise und Abgrenzung von Glue zu Modulen und Middleware. Das wäre ihr nicht so ganz klar geworden, ob Sie das anhand eines Beispiels aus der Praxis mal bitte erklären und näher darstellen könnten. Das ist eine hübsche Frage und sie ist genau auf dem Punkt, ja. Habe ich versucht, mich ein bisschen drum zu drücken, fairerweise. Nehmen wir an, Sie haben zum Beispiel jetzt, oh, was mal ein gutes Beispiel finden. Sie beschäftigen sich mit einem Transmission Asset Management. Im Rahmen dessen möchten Sie zum Beispiel einen bestimmten Videoserver ins Thema reinbringen. Ihr Plattformanbieter sagt, das ist ein exotischer Videoserver. Den kenne ich gar nicht wirklich und eigentlich habe ich mit den Herrschaften nichts zu tun oder die mag ich nicht. Sie möchten den Videoserver aber einbringen. Dann würden Sie zum Beispiel einen Konnektor, der dieses spezielle System für Sie in das Element einbringt, als ein Glueware-Element betrachten, weil es nur in dem Moment für dieses Modul relevant ist. Sie könnten sich vorstellen, dass Sie in Ihrer allgemeinen Plattform- und Middleware-Umgebung eine Reihe von Panes für GUI bereitgestellt haben, für Administration, für die Suche, Trefferlisten, Kollaboration, Projektverwaltung, was auch ich. Aber die Planung des Feed-Ingests ist etwas, was an der Stelle möglicherweise ein Thema ist, das Sie individuell fürs Modul betrachten. Also wäre das ein Modulelement. Wenn Sie eine bestimmte Datenmodellerweiterung brauchen, ist das an der Stelle ein Glueware-Element. Es geht am Ende des Tages, was Sie versuchen, ist, möglichst viel entweder in das Fundament zu packen. Und dann bauen Sie aus dem Fundament Ihr Modul. Und dann sagen Sie, okay, was fehlt mir jetzt von Fundament, um zu meinem Modul zu kommen? Das ist, was sozusagen die Glueware des Moduls ist. Das Inkrement, das Sie von den Dingen, die Ihr Fundament nicht bietet, zu dem Modul bringt. Wenn Sie ein Modul haben und das soll ein System werden und dann mit drei, vier anderen Modulen zusammen, dann gibt es vielleicht wiederum irgendein Stück GUI, das keines der Module anbietet. Sie brauchen vielleicht noch eine bestimmte Erweiterung Ihres Datenmodells, weil Sie einen Geschäftsprozess unterstützen wollen, für den schlicht und ergreifend die Felder nicht da sind. Sie wollen noch ein spezielles System oder ein Stück Software einbinden, das in den anderen Modulen nicht verfügbar ist. Das heißt, Sie gehen hin und sagen, das ist jetzt Bestandteil
Teil meines Systems und ist die Glue-Ware, die ich brauche, um zusätzlich zu meinen Modulen und dem, was die Foundation mir anbietet, das zu erreichen, was ich will. Und es kann sein, dass etwas, was heute Glue-Ware ist, sich dann in 12 Monaten in ein Modul oder in eine Foundation etabliert, weil es vielleicht deswegen erstellt worden ist, weil die Entwicklungsabteilungen, die die anderen Komponenten haben, nicht schnell genug sind und die Roadmaps nicht passen oder die Entwicklungsleitlinien nicht passen und man sagt, okay, ich löse das Problem jetzt mit Glueware und sehe, dass ich dann Teile der Geschichten in die Foundation oder Module zurückbringe. Sie haben etwas sehr knapp und sehr gut beschreibend dargestellt. Die Rückmeldung von der Frau Aleite ist eigentlich, dass sie es jetzt verstanden hat, dass Glueware ein Stückchen Software ist, was man entsprechend einsetzen muss, um Legacy-Devices oder was auch immer gerade an vorhandenen Geräten da ist oder an vorhandener Software da ist, einbinden zu können. Was halt fehlt, ja. Es kann ein Gerät sein oder es kann auch sein, dass Sie an der Oberfläche feststellen, ich brauche eine Anzeige von Targa-Sequenzen. Und aus irgendeinem Grund gibt es nirgendwo eine Pane, die eine Targa-Sequenz darstellen kann. Also sagen Sie sich, das möchte ich aber gerne haben in meinem Modul. Ich baue eine GUI-Pane, die mir erlaubt, diese Sequenz darzustellen in einer bestimmten Form und bringe sie sozusagen mit rein. Das heißt, ein Zusatz zu dem, was die unterliegenden Layer Ihnen zur Verfügung stellen. Ich merke schon, bei Ihnen schlägt das Software-Herz ganz groß und der Software. Ja gut, kann nichts machen. Das ist meine Zukunft, ich habe viel zu tun, gucken wir es doch alle gemeinsam an. Ja, es ist ein großer kollaborativer Antwort. Ja, es ist eigentlich so, dass wir uns momentan in einem Zustand befinden, in dem wir immer mehr Probleme dahingehend bewältigen müssen, dass wir uns mit Software auseinandersetzen und nicht mehr nur über die klassische Hardware reden. Das heißt, der Broadcast-Bereich bewegt sich eigentlich immer mehr von der klassischen Hardware hin zu einer softwareorientierten Welt und alle die darin tätig sind und darin Verantwortung übernehmen, müssen sich mehr und mehr darüber auch im Klaren sein, dass sie eher zu Programmierern ausgebildet sein müssten als zu klassischen Broadcastern, die sich aus dem Bereich der Medientechnik eben so orientiert haben, dass sie gesagt haben, ich weiß, wie ich gegebenenfalls mit irgendeinem speziellen Gerät umgehe, aber ob sie denn deswegen auch entsprechende Software richtig einsetzen und einbinden können, ist eine andere Sache. Herr Dr. Thomas, muss einfach jetzt an der Stelle hier zum Ende kommen, weil ich 60 Minuten nur für unser Webinar zur Verfügung habe. Ich gebe Ihnen mal den Dank von der Frau Aleite weiter, die sich mit ihren Antworten richtig gut bedient gefühlt hat. Und ebenso wie ich kann da auch nur mich anschließen und sagen, Herr Dr. Thomas, Sie haben wirklich das Thema zwar nur anreißen können, aber ich glaube, Sie haben auch sensibilisieren können. Und für mich wurde klar, dass wir das Thema in der FKT noch stärker angehen sollten und vielleicht auch eine Diskussion anstoßen sollten, dass wir für die Interessierten, die unsere Leser sind und die unsere Abonnenten sind, denen mehr bieten können, denen ich mir darunter vorstelle und Sie als Vertreter einer Firma auch sagen können, das ist genau das, was wir haben möchten. Wir möchten Informationen verbreiten, wir möchten haben, dass draußen so viel Wissen vorhanden ist, damit wir bei zukünftigen Gesprächen die Thematik doch ein bisschen effektiver angreifen können und auch uns mit dem Thema noch intensiver auseinandersetzen können. Recht herzlichen Dank an Sie, Dr. Thomas. Vielen Dank. Unsere Zuhörerschaft gibt Ihnen ganz viel Applaus und ich denke, dem kann herzlichen ich auch Dank. Noch dazugeben und sagen, herzlichen Dank für Ihre Mühe, herzlichen Dank für die 45 informativen Minuten, die Sie uns geopfert haben und ich freue mich, wenn wir vielleicht das Thema in einem zukünftigen Webinar von einer anderen Sichtweise nochmal beleuchten könnten und wir dann ebenso viel Mehrwert daraus ziehen können, wie wir ihn bisher gehabt haben. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Thomas. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. War sehr angenehm. Die Veranstaltung hat mir viel große Freude gemacht. Vielen Dank und ich hoffe, dass mein Ton jetzt zum Schluss besser da war, als er zu Anfang war. Völlig problemfrei, klar und deutlich. Wunderbar. Ich habe meine Lektion gelernt und ich hoffe, dass beim nächsten Mal das gleiche Problem nicht wieder auftreten wird. Und vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie in Kaiserslautern gerade sind oder ob Sie in München sind. Also vielen Dank an Sie nochmal und bis zum nächsten Mal, Herr Dr. Thomas. Auf Wiederhören. Vielen Dank.